How to do it like. Also, mache ich jetzt einfach mal so weiter. Was Facebook, WhatsApp betrifft, ich habe ja gehört, dass es jetzt da dann jetzt bald drei Haken geben soll. Zwar, der Freund hat es gelesen, die NSA hat es gelesen, ja, die zwei waren ja bekannt. Und dritte, Mark Zuckerberg hat es gelesen. Hallo Mark, willst du meine Nachricht lesen? Weiß nicht, ob es interessiert, aber gut. Was WhatsApp betrifft, ich nutze es ja auch unter anderem für Attack of the B-Team. Wird das gerne genutzt zum Informationsaustausch, wenn jetzt wieder mal eine Aufnahme sein sollte, etc. Ich persönlich muss ja sagen, ja, gut. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ob er so ein WhatsApp hernimmt oder nicht, das ist seine Sache. Pack jetzt trotzdem mal kurz die Werkbank aus. Machen wir nochmal kurz hier ein paar Schaufeln. Einfach so, weil ich es kann. So, dann bauen wir das Ding mit einer Axt ab. Ja, mit einer Axt, ihr lernt dazu, stellt euch vor. Ja, also ich nutze ja WhatsApp auch für die verschiedensten Zwecke, nicht nur für Minecraft oder Attack of the B-Team allein. Und ich muss gerade niesen. Ah, ich hoffe, man hat es gar nicht so sehr gehört. Extra bemüht, weit weg vom Mikro zu niesen. Aber nun gut. Ja, und jetzt zum Thema Schulschwänzen. Ganz ehrlich, wer von euch hat noch nie die Schule geschwänzt? Der möge jetzt bitte die Hand heben, beziehungsweise hier schreiben. Okay. Denn ich glaube nämlich, dass jeder von euch mindestens schon einmal in seinem Leben die Schule geschwänzt hat. Ihr braucht mich jetzt nicht anlügen und zu sagen, nö, habe ich noch nicht. Was ist da? Schule schwänzen kenne ich nicht. Leute, ihr braucht mir da nichts vormachen. Ich weiß selbst, wie das abläuft. Also von dem her. Aber nun gut. Ich hatte mir auch nebenbei überlegt, weil hier in der Nähe des Dorfes, dass wir uns eventuell hier in der Nähe noch ein Häuschen hinbauen. Ich meine, mit der Minimap geht es ja ganz gut mittlerweile, dass wir wissen, wo wir hin müssen. Und so langsam merke ich mir auch die Wege, wo es hingeht. Und so meine Faszination immer, wenn wir uns in der Richtung jetzt hier auf dem Weg befinden, weil wir was brauchen. Sei es jetzt wir zum Beispiel jetzt Erde. Oder sonstiges, dass wir immer auf dieses Dorf stoßen. Und deswegen finde ich das eigentlich nur gerechtfertigt, wenn wir sagen, okay, gut, wir bauen uns jetzt hier in eine Hütte hin. Sei es jetzt so ein Zwischenlager oder einfach nur irgendwie immer nur eine kleine Hütte, wo man das Wichtigste drinnen hat. Zum Beispiel jetzt ein paar Öfen, ein Bett und ein paar Ton vielleicht noch mit dazu. Einfach, dass man weiß, okay, gut, wenn man hier ist, man hat Materialien da, wenn man wieder mal was machen will. Wie zum Beispiel sinnlos hier was abbauen oder sonstiges. Aber nun gut. Was zum Beispiel auch ein Hobby von mir geworden ist, Berge abzubauen. Ursprünglich wollte ich ja schon den Seed von meiner Singleplayer-Welt hernehmen, aber dann dachte ich mir, nee, komm, das kannst du nicht machen. Und werde ja auch nicht machen, dass ich meine private Welt herzeige, vielleicht zeige ich sie mal her. Aber da leben auch die Tiere in Käfighaltung und nee, das würde ich euch nicht antun. Den Tieren zuliebe. Weil wenn ich wieder da bin, schöpfen sie wieder Hoffnung, dass sie vielleicht doch noch freikommen und nee, sorry, die Welt ist seit 2-3 Wochen unangetastet. Weil ich dann wieder mal spontan angefangen habe in Minecraft und also ich bin doch schon seit einem Monat, weil ich glaube, ich habe dann auch oder sogar schon länger, weil ich da irgendwann einfach mal im Januar wieder mal mit Minecraft angefangen hatte, dann hatte ich nach allem möglichen gesucht und da war dann auch schon mal ein neuer PC da, dann dachte ich mir, ja komm Junge, kannst wieder mal mit Let's Play anfangen. Und danach bin ich eigentlich wieder zurück auf die Bühne gekommen. Back to the roots, wenn man so will. Und ja, was eventuell Pokémon Let's Play betrifft, vielleicht kommt da eins. Also ich wüsste jetzt nicht, was da dagegen spricht. Hallo Huhn.
Lol. Ich hab sogar, wenn ich es einfach nur mal kurz mit einer Schaufel hier berühre. Ja, und man sieht, wie viele teilweise quatschen. Und hier bei dem Dorf, also ich meine, in der Nähe lässt sich bestimmt was aufbauen. Scheiße. Ich weiß, sagt man nicht, aber nun gut. Also hier in der Nähe des Dorfs würde ich mich auch gerne mal ein bisschen niederlassen. Und ja. Also was den Schuleschwänzen betrifft, es sollen sich jetzt bitte alle diejenigen melden, die noch nie Schule geschwänzt haben. Beim Rest weiß ich, dass sie es getan haben. Auch an die ältere Generation, die hier zusieht, bitte melden Sie sich nun, wenn Sie noch nie die Schule geschwänzt haben. Ihr könnt es auch gerne zugeben und sagen, ja, ich habe schon Schule geschwänzt. Und ganz ehrlich, mir ist es egal. Es ist eure Sache. Oder wenn ihr aus der Schule raus seid und bereits schon am Arbeiten seid, könnt ihr doch gerne mal zugeben, dass ihr schon mal geschwänzt habt. Ich gebe es auch zu. Ich habe einige Male geschwänzt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie oft, aber ich habe Schule geschwänzt, ja. Und dazu stehe ich auch. Gebe auch ganz offen zu. Und ja, was mir jetzt eventuell jetzt noch so ein Thema ist, ja, was könnten wir jetzt noch reden? Schwimmbäder und Chlorgas, weil es bei mir jetzt die Woche aktuell war. Also letzte Woche. Wenn ihr die Folge seht, also ich nehme jetzt hier gerade, wenn ich Aufnahme ist bei mir gerade Wochenende, bei euch kommt das Ganze unter der Woche raus, so rum war es, genau. Ja, Chlorgas. Ich meine, ich bin ja, ich meine, was das Chlorgas betrifft, jeder geht schwimmen. Und jetzt bin ich schon gemerkt, dass, wie soll man es jetzt am besten erklären? In jedem Schwimmbad ist Chlor, um das Wasser zu reinigen. Und das Ganze darf auch nur in bestimmten Mengen drinnen sein, vorhanden sein. Und das Ganze mittelt man dann mittels des pH-Werts. So wie das Ganze jetzt genau funktioniert, fragt mich nicht. Jedenfalls, das Zeug kann sehr gefährlich sein, was ich erfahren habe oder mitbekommen habe. Weil da gab es nämlich bei uns im Ort einen Feuerwehreinsatz oder war es jetzt der Nachbarsort? Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls hatten die einen Einsatz wegen Chlor. Und wegen dem Zeug mussten 13 Menschen ins Krankenhaus. So, das Zeug ist gar nicht mehr so ohne. So, und wir packen es jetzt wieder heim. Das Zeug ist gar nicht mehr so ohne. Hier ist eine Schlucht und ich habe sie noch nicht entdeckt. Tatsächlich. Die Schlucht ist noch unerforscht. Das gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Unten ist nur eine forschte Schlucht mit Rohstoffen. Ja, wenn wir wieder Rohstoffe holen wollen, jetzt wissen wir, was wir muss tun können. Das Dorf ihres Vertrauen. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass eine Schlucht ist. Waren ja schon einige Mal, aber wie habe ich jetzt die Schlucht aufgefallen? Schreibt es doch mal in die Kommentare, bitte. So, nichtsdestotrotz, wir machen jetzt weiter, wir sind jetzt hier gleich schon wieder daheim. Da ist nämlich unsere Portalhöhle, wo wir das erste Mal nach Rohstoffen gesucht haben. Da sind die Bäume, ja, wir sind schon daheim. Aber es wäre mir jetzt nie aufgefallen, dass da eine, Schlucht ist. Das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Naja, egal. Aber Hauptsache, wir haben jetzt wieder ein bisschen Erde gesammelt und können jetzt hier noch ein bisschen Terraforming betreiben. Da unten will ich es jetzt noch. Will ich es jetzt erstmal nicht mehr machen. Hier könnten wir nämlich zumachen, ne? Oder ist hier unten Lehm? Ne, das ist alles Sand. Gut. Warum ich wegen Lehm schaue, weil ich meine, wenn das hier mal eingebuddelt ist oder erstmal begraben ist, dann kann ich es auch
Kann ich ihn auch nicht mehr rausholen. So rum. Und ursprünglich wollte ich eigentlich erstmal hier weiterbauen und dann habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr genügend Erde habe und deswegen kam jetzt auch gerade die Erdsammelgeschichte. Hier müssten wir auch bis hierher ausschütten. Müssten wir, ne? Ach, siehst du. Siehst du was, was wir jetzt machen könnten? Wir haben noch genügend Platz. Denn derzeit ist das Haus ja noch dicht. Hä? Ist jetzt noch ein Minecraft-Bug, dass du nur noch... Hä? Das ist ein ganzer Minecraft-Bug, von dem ich noch nichts weiß. Strange. Nun gut, wir gehen jetzt jedenfalls mal her und stellen uns jetzt erstmal kurz so ungefähr. Wir haben auch schon wieder 26 Level. Das heißt, die nächste Spitzhacke, die man verzaubern, wird dann auf Level 30 sein. Das. Du Elende! Stufe. Nein, ich mache jetzt hier keinen Gronk nach. Finde ich die Idee geil oder nicht? Wenn wir jetzt da drin jetzt einfach noch ein Dings ziehen, einen Holzkranz? Ich stelle mir hier mal kurz ein Dings auf eine Werkbank. Mach mal aus den Dingen jetzt auch noch mal kurz ein. Blätter wollte ich sagen. Weil dann ziehen wir jetzt einfach noch mal kurz die Decke fertig, bevor wir dann draußen mit den Feinheiten weitermachen. Ich meine, dass hier und diese Garage sei jetzt mal fertig werden. Außerdem müsste ich, habe ich gerade gemerkt, das Ding hier sowieso noch mal alles abreißen. Weil hier alles anders kommt. Da brauche ich die ganzen Steine. So, hier brauche ich nämlich solche. Das hier wirklich abschließen kann. Wenn ich dann hier eine Glasfront reinsetze. Ja, du musst es so abschließen. Dann machen wir uns ein. Scheiße, so viel Eisen habe ich gar nicht. Dass ich sagen kann, okay, gut, ich ziehe jetzt mir hier eben schnell Eisengitter rein. Wie viel Eisen haben wir eigentlich? Das ist interessant zu wissen, weil wenn wir jetzt nicht so viel haben, müssen wir natürlich wieder auf eine Rohstofftour gehen, Leute. Ja, ein bisschen was haben wir noch. Probier es eben kurz hier mit denen hier. ...64 Stück bekommen wir raus. Das heißt, mir kam jetzt nämlich gerade die gloriose Idee, dass wir das Ganze eventuell
ganz eventuell denn hier komplett so abschließen, wollte ich gerade sagen. So, dann hier quasi so als Garagentor, ne? Weißt du? Sieht jetzt nicht aus wie eine Garage, oder sieht jetzt aus wie ein Gefängnis? Willkommen im Knast. Scheiße. Ich dachte, das würde es mir ein bisschen mehr nach Garage aus, zumindest jetzt so machen. Scheiße. Hier muss ich aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Hier muss ich gerade aufpassen, dass ich mich nicht verbaue. Scheiße. Willkommen im Gefängnis von Yamato. Scheiße. Ganz grandios. Ganz grandios. Ja, machen wir mal kurz welche von denen. Und zwar ist gerade Absicht, dass ich mich hier doppelt und dreifach verbaue. Und eins. Die Idee mit der Decke finde ich geil. Oder man setzt sich hier dann doch eine Glasfront. Ah, ich muss den nochmal abreißen. Ah, ich mich gerade ein bisschen. Der gab mich gerade absolut. Denn im Gefängnis will ich eigentlich keins haben. Oder wir belassen es bei den Dingen und sagen, okay, gut, wir machen uns von die Fenster hier aus Eisengittern. Ob das dann auch wieder einen gewissen Gefängnischarm hat. Warum komme ich gerade nicht von diesem Gefängnis weg? Scheiße. Nee. Die Idee bleibt gerade irgendwie in meinem Kopf hängen. Aber so muss ich sagen, ja, die Decke gefällt mir jetzt schon mal. Sekunde, mir schreibt gerade jemand. Ach herrje, ach herrje, ach herrje. Dann ziehen wir hier einfach hier komplett die Wand so durch.
Tut mir leid, aber ich musste gerade ein bisschen hier nebenbei noch auf die Ding schon auf meine SMS. Ich sag, okay, gut, ich mache jetzt hier solche Fenster. Was denn dann da raus? Ja, mal kurz ein bisschen die Dings ausloten in die Mitte. Es ist, weil ich hier gerade ein paar Sachen nebenbei machen muss, aber bevor ich hier weitermache, unterbreche ich jetzt erstmal hier schnell die Aufnahme. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.